Ah, es funktioniert wieder. Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und das ist die Egle. Mein erstes Premium-Schiff, was ich mir selbst erspielt habe. Jetzt zu dieser Go-Navy-Geschichte kann man ja Kohle erwirtschaften und die Kohle kann man im Arsenal loswerden und dafür kann man sich zum Beispiel Schiffe kaufen. Ich habe mir von diesen, ja, von der X-13, irgendwie sieht die Tarnung cool aus und das Schiff gefällt mir komplett von der Form auch. Ich habe einfach nach Aussehen gekauft. Das war, glaube ich, der Fehler. Ich und dieses Schiff sind bisher keine Freunde geworden. Die Egle hat nämlich eine Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser von 7,5 Kilometer. Da kann ich nicht mit meinen kurzen Torpedos, die nur 7 Kilometer lang sind, mich irgendwie ranschleichen und die gut abwerfen können. Das hat bisher nicht gut funktioniert. Andere Schiffe in Brand stecken hingegen hat so einigermaßen bisher gut funktioniert. Das Torpedos werfen eher weniger. So. Wie gesagt, 7,5 Kilometer ist mir irgendwie zu viel. Ich hab's lieber, wenn die Torpedo-Reichweite länger ist, oder die Reichweite besser ist, als die Erkennbarkeit zu Wasser. Ich glaube, ich kann was auf Flocken sehen, da oben links. Aber ich finde, das Schiff sieht gut aus. Es wurde auch angeblich entwickelt, um andere Zerstörer zu zerstören, zu jagen quasi. Das Fließband hatte es 1932 verlassen. Ja, Fließband würde ich jetzt nicht sagen, aber es wurden noch nicht viele gebaut, nur 6 Stück. Für die französische Marine. Wie immer die Franzosen ihre Marine auch nennen. La Marina oder sowas. Nee, das wäre eher was anderes. Ich hab's nicht so mit Fremdsprachen, aber die Leute, die mich regelmäßig oder die bei mir regelmäßig zuschauen, die wissen das. Und ich glaube, man muss ja nicht alles kennen. Aber jetzt haben wir uns quasi schon verraten. Schade. Kein Kill bekommen. Ja, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Eine Fuso. Ich habe die Fuso nicht gespielt. Ich soll kurz was trinken. So ein Kiwi-Zeug hier. Ist auch nicht so geil. Nee, Kiwi als Getränk ist nicht meins. Tut mir leid, Hersteller. Ich habe so eine Probepackung vom Pulver gekauft. 56 Stück sind drin. Immer eine andere Sorte, aber Kiwi ist nicht meins. Ja, aber die Egle ist schön. So, die Egle ist schön. 7,5, wir sind gleich verraten. Ich habe es wieder vergessen. Ich muss die Werte manchmal immer wiederholen, für mich selber. Wir kriegen gleich eine Breitseite, weiß ich jetzt schon. Ich kann meine Torpedos jetzt schon losschießen. Dann drehen wir auch mal ab. Jetzt guckt er uns. Ne, er dreht schon ab. Dann schieße ich mal drauf. Der hat uns doch eh gesehen. Oh, jetzt drehen wir. Komm, komm. Weg, 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 weg. Haben wir hintere Kanonen? Ein, okay. Hui, die waren zu weit. So, ich würde sagen, ich weiß nicht, wann ich aus seiner Reichweite. Nein, ich habe ja geschossen, ich wusste. Aufhören zu schießen. Wow, ganze 660 Punkte haben wir bisher gemacht. Woo! Nice. Ah, der trifft ja auch noch. Ja, ich muss mit den Torpedos näher ran. Das Problem ist, die, ja, dann kriegen sie mich halt eher mit, ne? Dann darf ich halt keine Breitseite kriegen, aber ich meine, ich sehe es ja meistens auch häufig bei, in dem Spiel selber,
gerade die Kreuzer machen das und die Zerstörer auch. Die machen es am meisten hinter irgendwelchen Inseln campen und ja, kurz herausfahren, schießen, zurück. Das ist, glaube ich, sollte man mit diesem Schiff auch machen, aber ich bin da nicht so davon. So, ich versuche jetzt in der Fusel in den Rücken zu fahren. Wie viele Geschütze hat sie hinten am Arsch? Zwei mindestens. Zwei, drei vielleicht? Ich sehe es hier nicht. Doch zwei auf jeden Fall, würde ich sagen. Dazwischen nochmal eins, zwei. Also könnte mich im Idealfall, wenn ich von hinten angreife, nur drei Kanonen vielleicht treffen, wenn das Schiff bloß so schräg steht. Ich glaube, ich habe auch natürlich wieder die falsche Ecke ausgesucht hier mit der Äggle. Mäckle? Mäckle Kräuterbutter. Ich kann sie nicht empfehlen. Aber ist sie zu schön, dieses Schiff? Was habe ich nochmal gesagt? 12,8. Ach nee, ich will Torpedos versenken. Ach toll. Dann fahren wir zur nächsten Insel. Also wenn ich natürlich, also ich muss sagen, ich habe gerne Zerstörer bisher immer gespielt, weil wegen den Torpedos. Die Kanonen benutze ich etwas weniger, mehr Torpedos. Es ist halt auch immer ein bisschen Glückssache, wie die Torpedos, ob sie den Feind treffen oder nicht. Aber ich freue mich dann manchmal doch, wenn in einer aussichtslosen Situation, hatte ich vor kurzem erst mit der Minikatze, ich einen Zerstörer gegen zwei und ich schaffe es dann noch beide zu versenken. War natürlich halb tot, aber das sind so Momente, da macht das Spaß. Torpedos schießen macht Spaß. Aber nicht mit der Eggle bisher. Und ich weigere mich, das einfach als Ballerbube zu spielen. Den Zerstörer. Wenn ihr denn die Eggle mal gehabt habt oder gespielt habt, sagt mal, wie ihr sie gespielt habt. Das würde mich mal brennend interessieren. So. Ach, wir haben zwei feindliche Flugzeugträger. Ja, also. Mir ist jetzt West. Ich greife die jetzt an. Kommen wir doch von hinten, von vorne. Komm, wir kommen von hier. Genau, schieß mal gleich alle, die von oben kommen. Würde ich echt fantastisch finden. Ich glaube, die andere Seite nehmen wir doch immer. Es scheint mich so, dass er gegen diese Insel gefahren ist, wenn ich das so richtig deute. Map. Ja. Von müssen wir hier hinterfahren. Autopilot aktiviert. Autopilot deaktiviert. Durch diese ganzen Flugzeuge glaube ich, dass wir eh schon entdeckt wurden. Ach, jetzt habe ich die Nebel gemacht und ich wollte Y machen. Was? Meine Schüsse haben nicht getroffen? So. Schade, ich habe sie versenkt. Hallo, Schiffbau. Sie wollten ein Date mit mir? So. Gegnerischer Flugzeugträger gesunken. Ja, war leichte Beute. Kann man jetzt nicht stolz drauf sein. Hätte ich noch den zweiten, da wäre ich ein bisschen glücklicher gewesen, aber naja. Was nehmen wir?
Yes, ich glaube, wir. Ach, Torpedos brauchen eh noch einen Moment. Ich riskiere es jetzt. Sind entdeckt. Hey, wurden entdeckt. Ein Wunder. 18 Sekunden überleben. Ich wollte das. Ich glaube, das war ein Treffer. Ah, ich weiß, das war jetzt keine glorreiche Runde. Ist mir auch Wumpe. Echt. Ich komme mit diesem Schiff nicht klar. Also nichts als Torpedowerfer. Ich weiß nicht. Oder ich spiele das Ding komplett scheiße. Ich kann auch mal Pech haben mit dem Ding. Das kann sein. Will ich gar nicht abstreiten. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr mit dem Ding klarkommt. Ich hätte gerne meine Kohle wieder. Ich hätte mir doch dieses russische Schlachtschiff kaufen sollen, was ich nicht aussprechen kann. Aber, weiß ich nicht. Hübsches Schiff auf jeden Fall. Also ich finde es von der Bauart und von der Tarnung ist es super schön. Es ist einfach schön. Aber es ist auch schön beim Untergehen. Und punktemäßig, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin da echt zwiegespalten von dem Teil hier. Wir haben gewonnen. Ja. Weiß nicht. Ja, 72 Punkte. Naja. Also schreibt mal ruhig in die Kommentare, was ihr von dem Schiff haltet. Und würde mich echt interessieren. Und ansonsten, die Eckle noch nicht gekannt haben, werden sie jetzt hoffentlich kennengelernt haben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!